von Bündnis 90 Die Grünen, Frau Beer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege, Herr Lindner, wenn Sie von dem Schulkonsens als trojanischem Pferd reden, muss ich sagen, das war gerade eine Hoppe-Hoppe-Reiter-Vorstellung, die Sie hier mit Ihrer Rede abgeliefert haben. Denn Sie haben leider verschwiegen, wer in der Verantwortung war für die kalte Küche Gymnasium ab 2006. Da haben Sie da gesessen. Sie haben da gesessen, haben das mitverantwortet, die Gymnasien genau in die Situation hineinzubringen. Und Sie haben uns schwarz-gelb hier diesen Scherbenhaufen hinterlassen, den wir jetzt bearbeiten und immer weiter erfolgreich bearbeiten. Und Herr Lindner, den grundlegenden Dissens mit Ihnen, den können wir aber aushalten. Aber hallo, Sie sind ja damals schon, der Kollege ist aus der Bildungskonferenz ausgestiegen, hat sich aus dem Diskurs verabschiedet und den haben Sie offensichtlich nicht mehr aufgenommen. Die Kollegen und Kolleginnen der FDP vor Ort sind ein Stückchen weiter, das hat die Ministerin eben gesagt, weil die nämlich erkannt haben, was mit dem Schulkonsens geleistet worden ist, dass die Energien in Schulentwicklung hineingehen und nicht mehr in unproduktive ideologische Auseinandersetzungen, wie sie die hier gerade auch wieder aufgemacht haben. Und die sind nämlich weit weg von der Schulformdebatte, die Sie hier geführt haben, und von der Separationsdebatte, denn nichts anderes ist es. Das ist die alte FDP wieder durch die Hintertür, Herr Lindner, und die haben Sie uns heute nichts weniger hier wieder präsentiert. Dann will ich gerne zu Herrn Laschet kommen. Ich will mal das Positive vorwegnehmen. Ich glaube, der Kollege Laschet ist noch mal in sich gegangen. Ja. Er ist noch mal in sich gegangen, weil er vor Ort, glaube ich, auch vernommen hat, dass die Anfragen kommen, wohin geht es denn mit dem neuen Landesvorsitzenden der CDU? Wohin geht es denn eigentlich mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden? Wird da der Schulkonsens so langsam zerbröselt? Weil ich sage nicht, Laschet, und es macht nicht Sinn, ist ein Witterungspolitiker. Nein. Er ist eher the Black Surfer der CDU, auf die nächste Stimmungswelle ausspringen. Und es ist ja nun mal so, mit ihren Pirouetten in der Positionierung kommen ja selbst die CDU-Leute vor Ort kaum noch mit. Und das gerade in der G8- und G9-Debatte, das haben wir ja nun erlebt. Da ist ja der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, der sich zunächst zu dem Thema äußert, dann kommt der Fraktionsvorsitzende, sagt erstmal was anderes und dann wird so langsam sich wieder an Position herangerobbt, bis heute zu Ihrer Positionierung hier. Und da sage ich erstmal prima, gut, dass Sie sagen, Sie wollen am Schulkonsens miteinander festhalten. Das ist erstmal ganz wichtig. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil Sie in der Tat damals bei den Schulkonsensverhandlungen ja auch nicht dabei waren. Das gegliederte Schulsystem steht seit jeher in der Landesverfassung. Jetzt steht das längere gemeinsame Lernen auch in der Landesverfassung. Das ist beim Schulkonsens dabei herausgekommen. Einfach nur mal, um präzise zu sein, Herr Laschet. Und dann darf ich aber auch bei dem, was Sie hier vorgetragen haben, vielleicht auch noch mal daran erinnern, Sie haben gesagt, Unterrichtsausfall ist ein Thema. Ja, das muss es sein. Das muss uns auch hier beschäftigen. Wenn Sie sich jetzt aber zum Sachwalter des Unterrichtsausfalls machen, Sie, die mitverantwortlich waren mit der FDP, dass 10.000 Stellen in der mittelfristigen Finanzplanung schon mal verschwunden waren und nicht wieder eingestellt werden sollten nach 2010, da haben Sie Verantwortung für getragen. Das muss man dann hier mit drauflegen. Und es ist die Leistung der rot-grünen Landesregierung seit 2010, dass wir das zurückgedreht haben. Das gibt es nirgendwo in der Bundesregierung, in der Bundesrepublik, dass die Demografie Effekte in dieser Art und Weise für die Schulen wieder zur Verfügung gestellt worden sind. Das wäre unter Ihnen weg gewesen. Ich will das nur noch mal einbeziehen. Und wollen wir doch mal auf die Bilanz des Ministers Laschet schauen, wenn Sie von so viel Sorgfalt sprechen. Wie war das denn mit Kiebitz? Wie war das denn mit Delfin 4? Gegen den Rat der eigenen Expertin, die das entwickelt hat, in die Landschaft zu bringen, die gesagt hat, passt auf, mit Delfin macht das erstmal in Pilotregionen. Und dann mussten Sie nach kurzer Zeit in einer Art und Weise revidieren. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Und was ist das für eine Bilanz? Eine Bilanz, wenn uns die Experten hier in der Anhörung zur Sprachstandsfeststellung sagen, das ist es eben nicht gewesen. Das muss man dringend weiterentwickeln. Und die Einrichtungen froh sind, dass sie nicht mehr auf Delfin 4 allein angewiesen sind, sondern dass wir jetzt eine andere eingebettete Sprachentwicklung in Nordrhein-Westfalen auf den Weg bringen.
Das gehört dazu. Und Herr Laschet, Sie haben es vielleicht damals auch nicht so wahrgenommen, an dem Tag, an dem der Landtag sich aufgelöst hat, hatten wir das Thema Inklusion auf der Tagesordnung. Ein CDU-Antrag, der in der Konzeption genau das abgebildet hat, was wir im 9. Schulrechtsänderungsgesetz jetzt mit auf den Weg gebracht haben. Und natürlich müssen wir über die Umsetzung miteinander weiter reden. Das ist ein Inklusionsprozess. Inklusion ist kein Zustand und wir müssen gucken, wie Steuerung gelingt. Wir müssen das miteinander besprechen. Wir müssen um beste Lösungen ringen. Darum geht es aber gar nicht. Es geht um Ihre Vergessenheit an dem Punkt und das ins falsche Licht setzen und Ihre Rolle, glaube ich, dabei anders darzustellen. Sie haben damals 30 Millionen Euro zusätzlich gefordert. Ich will es Ihnen noch mal sagen. Wir haben es gestern bei dem Leistungsgesetz, ich glaube, da waren Sie nicht im Plenum, noch mal aufgeführt. Die Landesregierung investiert im Rahmen dieser Legislatur über 1 Milliarde Euro für den Inklusionsprozess. Und darin sind nicht nur die 3.200 Stellen drin. Da sind auch die 100 Millionen Euro drin. Und Herr Laschet, da haben Sie auch nicht vorgesorgt. Wie waren Sie damals? Wir haben Sie die Diskussion wahrgenommen, eigentlich um den Bedarf an zusätzlichen Sonderpädagogen, auch in Nordrhein-Westfalen. Nichts an Studienplätzen, nichts an Zusatzqualifikationen. Das haben wir jetzt auch auf den Weg gebracht. 2.300 Studienplätze, 2.500 Zusatzqualifikationen, macht noch mal 100 Millionen Euro. Und dann kommen die 175 jetzt für die Unterstützung der Schulträgeraufgaben auch noch dazu. Und das ist über 1 Milliarde Euro insgesamt. Und sich dann hier hinzustellen und zu sagen, da wird ja nichts getan und das reicht nicht aus, das ist schon dreist. Und noch nicht mal einen Haushaltsantrag dazu vorgelegt. Und ich frage mich, Herr Laschet, wie sieht es denn aus? Wird der Fraktionsvorsitzende dann das Leistungsgesetz unterstützen in der Summe, dass wir das im Haushalt auch vorsehen? Das würde ich dann auch ganz gerne wissen von Ihnen und dann müssen Sie irgendwann Farbe bekennen. Und dann komme ich gerne noch mal zu den Verwaltungsassistenzen. Das ist ja auch so eine Fiktion, die Sie hier aufbauen, weil es geht doch gar nicht darum, im Kern jetzt dieses Projekt voranzubringen. Sie haben es hier eingeführt als Sparmaßnahme. Als Sparmaßnahme für den Schulhaushalt. Weil Sie Lehrerstellen einführen. Das ist die erste Darbietung des Themas Schulverwaltungsassistenzen war verbunden mit Sparvorschlägen für den Haushalt, nämlich 300 Millionen Euro rauszunehmen aus den Lehrerstellen. Also bitte betreiben Sie hier keine Camouflage, keine Schönreden, sondern legen das dann auch auf den Tisch des Hauses, was da eigentlich mit gemeint war. Aber wir werden ja sehen, ob dann der Rede auch irgendwann Taten folgen in der Unterstützung der Investitionen, die wir in Bildung, gerade im Schulbereich, dann weiter vorbeibringen. Aber es war gut, Herr Laschet, dass Sie diese kleine Kehrtwende hier heute vollzogen haben. Ja, das, was Sie gesagt haben, Schluss mit der Konsenssoße, war ja eigentlich eine andere Ansage. Ja, wenn Sie der neue Küchenmeister der CDU sein wollen und dann über Soßen reden, dann müssen Sie das auch hinterher in der Verantwortung entgegennehmen. Ich glaube, mit der festen Überzeugung, dass Ihnen noch mal klar geworden ist, warum ist denn das damals 2010 eigentlich in der Ausgangslage zur Bildungskonferenz und zum Schulkonsens gekommen. Das war doch die Erschütterung an der kommunalen Basis der CDU über 5 Jahre Bildungspolitik, an der Sie mitverantwortlich im Kabinett gestrickt haben, die nämlich ideologisch derartig überfrachtet war, dass auch den schwarzen Bürgermeistern aus Horstmar und Schöpping doch untersagt worden ist, über Gemeinschaftsschule überhaupt nachzudenken. Dafür haben Sie doch gesorgt, dass diese Denkverbote ausgesprochen wurden, es nicht weiter vorangegangen ist. Ich darf Sie mal erinnern, Sie hatten im März 2011 einen Parteitag in Siegen. 700 Änderungsanträge. Ist ja schlimmer als bei den Grünen auf dem Parteitag. Und das meiste zum Schulbereich, weil die kommunale Basis nämlich nicht mehr mitgespielt hat mit ihrer ideologiebeladenen Politik. Und Sie können sich doch überhaupt nicht mehr davon verabschieden. Was ist denn damals gefallen? Damals ist auch der schwarze Bandstrahl der CDU gegen die Gesamtschulen gefallen. Und das war auch dringend notwendig. Dringend notwendig. Schön, dass Sie dem zustimmen. Schön, dass Sie dem zustimmen. Und dann wollen wir auch so weiter vorgehen und das ganz genau. Und das unterstützen wir auch. Auch mit dem, was wir im Schulkonsens miteinander an Investitionen vereinbart haben. Und in der Tat ist es so, dass sich, glaube ich, gerade im ländlichen Raum viele CDU-Bürgermeister über die Chancen freuen, Sekundarschulen und Gesamtschulen dort zu etablieren und dass sie von den Eltern angenommen werden, dass wir endlich den Stau abbauen, den Eltern auch in ihrem
Wahlverhalten lange angedeutet haben. Wir konnten über Jahre mehr als 10.000 Plätze an Gesamtschulen nicht besetzen, obwohl Eltern gerne einen Platz an Gesamtschulen für ihre Kinder haben wollten. Deswegen ist diese Erneuerung durch den Schulkonsens in der Schullandschaft in Nordrhein-Westfalen ausgelöst worden, ist in der Tat eine Erfolgsgeschichte. Und dazu gehört auch, das will ich noch mal sagen, dass die Ministerpräsidentin, die stellvertretende Ministerpräsidentin eingeladen hatten zu der Bildungskonferenz und damit einen beispielhaften Prozess für die gesamte Bundesrepublik eingeleitet haben. Moderiert dann von der Schulministerin, das hat es vorher und nachher nie wieder so gegeben. Und deswegen ist es auch ein aufrichtiges Umgehen jetzt in der Frage, wo deutlich ist, wir brauchen einen dringenden Austausch, einen dringenden Diskurs, sehr operationalisiert zu dem Thema G8 und G9, dass auf diese Ernsthaftigkeit auch wieder gesetzt wird. Und das ist die Grundlage des Miteinanders. Und dann ist das, was die tibetanische Gebetsmühle von Herrn Lindner vorgetragen wird über die Vernachlässigung und die Benachteiligung einer Schulform, ist ja eine Legendenbildung. Die wird auch nicht besser dadurch, dass sie öfter wiederholt wird. Jedes Gymnasium, das das will, kann natürlich in den Ganztag hineingehen. Die Unterstützung der Schulaufsicht für die Entwicklung der Unterrichtskonzepte liegt da. Und was haben uns die Expertinnen hier sehr genau vorgehalten, dass das Konzept der FDP, die Beliebigkeit im Ganztag, nicht das Zielführende ist. Und wir werden uns darüber unterhalten, wie die Vorstellungen der Eltern, das, was sie über Hausaufgabenkonzepte aus ihrer Sicht auch in Schulen vorgetragen haben, wie die Verbindlichkeit der Umsetzung dann gelingen kann und die Eltern an jeder Stelle auch ernst genommen werden mit den Dingen, die sie aus ihrer Sicht zu Recht auch einzubringen haben. Und daran arbeiten wir jetzt in einem ergebnisoffenen Prozess und wir nehmen alle diejenigen, die ihre Argumente vorbringen, ernst. Was Herr Lindner hier vorgebracht hat, ist nichts Neues. Von daher ist der ernsthafte Charakter doch etwas eingeschränkt zu dem, weil es hat nur die Charakterisierung einer tibetanischen Gebetsmühle und leider nicht die Substanz, die eigentlich dahinter stecken sollte. Ich will aus meiner Sicht noch mal über die Punkte kurz diese nur anreißen, wo wir miteinander arbeiten müssen. Das ist natürlich die systematische Aus- und Fortbildung, die Verzahnung, die jetzt angelegt worden ist. Und das gehört auch zu dem, was wir seit 2010 neu aufgelegt haben, nämlich systematisch Aus- und Fortbildung miteinander zu verzahnen, um den Bedarfen der Schulen an Unterstützung gerecht zu werden und entgegenzukommen. Und schließlich, das will ich auch noch mal unterstreichen, die Frage der regionalen Schulentwicklung, die braucht eins. Alle gemeinsam müssen lernen, über den Tellerrand zu schauen. Nicht mehr alte Schulformpolitik zu machen, deswegen ist die FDP auch immer noch von gestern, sondern miteinander, um die besten Lösungen vor Ort zu ringen. Und der Schulkonsens ist dazu eine gute Vorlage, die in Nordrhein-Westfalen jetzt schon erfolgreich umgesetzt wird und mit der wir weiter für die Zukunft arbeiten können.